Ich darf weiter fortsetzen mit dem Thema Propaganda. Und jeder, der sich ein wenig auskennt, weiß, dass wenn man an Ort und Stelle ist, dass es dann besonders dazu führt, dass man bei so manchen Berichterstattungen, wenn man an Ort und Stelle war und ist, völlig andere Eindrücke hat. Und dazu darf ich auch meine persönlichen Erfahrungen mit einbringen. Und ich möchte vorausschicken, ich habe keine Sympathien weder für die Ukraine noch für Russland. Und zwar aus ganz persönlichen Gründen. Zur Ukraine habe ich deswegen keine besondere Sympathie, weil mein Vater im Jahr 1945 im Mai ums Leben gekommen ist, vermutlich durch die ukrainische Front im Burgenland, noch in der Heimat. Und zu den Russen habe ich auch keine besondere Beziehung, nachdem ich diese Herrschaften im Jahr 2000, 2001 nach einem Projekt in Nordostpreußen, sprich dem Oblast Königsberg bzw. Kaliningrad, wie es heute heißt, nachdem ich dort das Arbeiten hatte, mich nach einem nahezu einem Jahr plötzlich das Arbeitsvisum gestrichen haben und mich dann also aus des Landes verwiesen haben. Also ihr könnt annehmen, dass ich keinerlei Beziehungen habe zu der einen noch zur anderen Seite. Aber ich möchte genauso sagen, ich habe auch zu den Amerikanern keine Seite. Ich bin Österreicher. So. Und nun muss man sich einmal vorstellen, wenn es heißt, grundsätzlich Frage, naja, Krieg in der Ukraine oder ist es eine spezielle Operation? Die Frage müsst ihr euch selber beantworten, weil die einen sagen, es ist ein Krieg in der Ukraine, die anderen sagen, es ist eine spezielle Operation. Und ich darf hier nur daran erinnern, dass im Jahre 2014, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, ein Putsch am Maidan stattgefunden hat. Und nach diesem Putsch hat zum Beispiel ein gewisser Herr Poroschenko seinen Ukrainern im Osten der Ukraine, also in den sogenannten Donbass, die mehrheitlich russischstämmig sind, folgende Dinge gesagt. Die Ukrainer werden leben wie die Götter. Und ihr da drunten oder da im Osten werdet im Keller sitzen und zittern. Und da ist es schon, hat es schon begonnen, wie also die Bevölkerung im Osten der Ukraine, also im Donbass, entsprechend dezimiert wurden, wo also Kinder, Frauen, entsprechend auch die Männer ums Leben gekommen sind. Und wir haben heute ja gehört, dass angeblich die Amerikaner jetzt Streubomben liefern werden an die Ukraine. Nun, liebe Freunde, ab 2014 waren die sogenannten Schmetterlingsminen schon Thema, dass die Ukraine in der Ostukraine eingesetzt haben. Also man sieht hier auch wiederum die Doppelbödigkeit und die moralische Verfallenheit, die wir hier miterleben. Nun, es geht also weiter mit einer anderen Frage. Und der Lateiner würde sagen, cui bono, also zu Deutsch, wem nützt das Ganze? Dann stelle ich gleich einmal in den Raum, nützt es vielleicht der NATO, nachdem wir sehen, dass immer mehr, ja, auch neutrale Staaten zur NATO beitreten, wenn wir nur denken an Schweden, an Finnland, naja, und so weit, wie wir schauen können, dürfte ja bald die Schweiz und Österreich auch so weit sein, auch wenn es bis heute noch immer geleugnet wird. Und da bin ich besonders, tief berührt, wenn es unsere Politiker, die Österreicher, bei der Schweiz dasselbe, die Neutralität aufs Spiel setzen. Also das ist ein ganz besonders böses Spiel. Wenn wir jetzt weiterdenken, ja, nützt es vielleicht auch den Finanzgiganten BlackRock oder Vanguard, die ja angeblich schon einen
überaus großen Anteil der Ukraine in Besitz genommen haben. Da müssen wir uns wieder die Frage stellen, ja weshalb denn? Wir wissen dazwischen oder wissen seit alten Zeiten, die Ukraine war immer die Kornkammer Europas. Und der Osten der Ukraine war immer Rohstofflieferant. Also auch hier wissen wir, wohin der Weg wahrscheinlich führt. Weiters stellt sich wieder die Frage, ja was hat man denn davon, wenn zum Beispiel der Osten der Ukraine jetzt mit entsprechender Uranmunition bekämpft wird. Wir wissen doch aus dem Jugoslawienkrieg, was diese Uranmunition alles verursacht. Da frage ich mich wirklich, was will denn der Herr Zelensky, wenn der Osten seines Landes so verseucht ist, dass die Leute dort alle sterben? Naja, ich kann mir es vorstellen. Natürlich will er, dass die russischstämmige Bevölkerung dort stirbt. Also man sieht letztendlich, wem nützt, ich glaube, wir haben es deutlich genug gesagt, es nützt auf alle Fälle nicht der ukrainischen Bevölkerung, weil die müssen darunter ja leiden. Und ich darf also schon langsam zum Abschluss kommen. Ich habe so einen guten Freund, der, ab 2014 in Luhansk an der Universität Deutschunterricht machen durfte. Und ihr könnt euch alle vorstellen, dass hier ein ganz anderes Bild gezeichnet wird, als das, was uns heute in unseren Medien vorgegaukelt wird. Und vielleicht ist er noch zu den anderen Dingen. Wir wissen auch in der Zwischenzeit, dass Europa 80 Milliarden Haushaltshilfe an die Ukraine geleistet hat, wovon gut 40 Milliarden verschwunden sind. Und ich wiederhole noch einmal, es hat der Herr Orban, der Herr Viktor Orban, Staatspräsident von Ungarn, so treffend die Frage gestellt, ja wohin sind denn diese Gelder gekommen? Und warum muss es jetzt die EU neuerdings Milliarden in die Ukraine abliefern? Dabei sind aber noch nicht alle Waffenlieferungen und die jeweiligen Leasingraten, die die Ukrainer an die Amerikaner zahlen, mit eingerechnet. Und wer glaubt ihr denn, dass diese Gelder wahrscheinlich ablegen muss? Na klar, wir, die Europäer und vorrangig natürlich auch Deutschland, Österreich, also die Nettozahler, die müssen hier die Geldbörse öffnen. Und dann kann man sich also ungefähr vorstellen, wenn die Waffenlobby und die Waffenproduzenten in den Vereinigten Staaten von Amerika den großen Reibach machen, wie die sich also ins Fäustchen lachen, weil die Europäer alles bezahlen. Soweit zu meiner Ausführung. Ich danke wiederum für die Aufmerksamkeit und bitte hier ein wenig vielleicht doch die Gedanken spielen zu lassen und nachzudenken, was so passiert. Dankeschön. Nochmal drücken. Ja, ich wollte das nächste Lied ankündigen. Und zwar, das ist ein berühmtes Lied, das heißt Summertime von George Gershwin. Das ist aber nicht mehr politisch korrekt, das muss jetzt heißen Hitzenotstand, Klimanotstand. Kann ich noch den Lied? Danke. Jetzt schaut es beleidigt. Jetzt ratschen. Was tust du denn da? Nichts erreichen.
Matthias, herzlichen Dank für das Lied zur Hitzekatastrophe. 20 Grad. Wir noch nie. Ja, ja, wir haben schon auch einmal das Lied gehabt. Wann wird endlich wieder Sommer? Gut. Selbst wir könnten einen Workshop in Indien oder in Afrika machen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Wir könnten einmal durch die Wüste Sahara gehen oder in Indien, sonst wo. Wäre auch ganz gut, dass wir mal wirklich einmal Hitze erfahren.